absoluten Krönung des heutigen Tages, nämlich wir wollen eine neue Blütenkönigin bestimmen. Das sind Sie, meine Damen und Herren, die darüber zu bestimmen haben. Und selbstverständlich, meine Damen und Herren, darüber freuen wir uns, dass sie heute da ist. Dr. Gabriele Andretta, die Landtagsprinzessin, nein, Präsidentin natürlich. So, okay. So, Frau Andretta, wie oft waren Sie schon in Wismar? Jetzt kein Politiker lügen, sondern ich möchte die Wahrheit hören. Die Wahrheit ist, es ist eine Premiere, aber eine wunderbare Premiere, weil ich bin schon gestern zum Dämmershoppen angereist. Ja, da stürzt man gerne mal ab. Das war großartig. Ja. Wie lange haben Sie durchgehalten? Nicht so lange, weil ich wusste ja, dass der Höhepunkt heute bevorsteht. Und mit der Kondition der Wiesmoorer und Wiesmoorerin kann ich noch nicht mithalten. Ja, das ist schwer zu toppen, meine Damen und Herren. Die Königin heute, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich durfte gestern schon mal einen Blick auf diese traumhaften Blütenwagen werfen. Und der Krönungswagen, meine Damen und Herren, da träumt doch jede von, da mal mitfahren zu können. Großartig. Ich sage immer, das Blütenfest ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wiesmoorerinnen und Wiesmoorer. Und das bedeutet letztendlich, dass etwa 500, 600 Ehrenamtliche wirklich an diesem Projekt arbeiten. Und das schweißt uns, glaube ich, in Wiesmoor auch ein bisschen zusammen. Und das ist unser Fest, unsere fünfte Jahreszeit, wie wir sagen. Aber, meine Damen und Herren, jetzt sind wir soweit. Jetzt lernen Sie in dem Fall erstmal die sechs jungen Damen kennen, die sich in diesem Jahr, also 2019, für das Blütenfest beworben haben. Yvonne Büscher aus Wiesmoor. Feuerwehr? Genau. Wie kommst du zur Feuerwehr? Warum Feuerwehr? Ja, warum Feuerwehr? Die Gemeinschaft ist einfach super. Ich bin so froh, dass ihr alle da seid, dass ich euch hab. Ihr seid super. Und Oldtimer-Treffen auch, ne? Das heißt, bei Alfred, der hat ja auch einen Oldtimer und Feuerwehrjungs sind irgendwie auch mit dabei, da hast du eigentlich Volltreffer gelandet. Ja, aber ich bin eher so die Treckerfrau. Lisa Bohlen aus Wiesmoor. Lisa, Bäckerei-Fachverkäuferin. Hast du mich schon mal bedient? Öfters, ja. Ja? Was kaufe ich denn immer so ein? Laugenbrötchen. Hör mal, was oder noch? Ofenkrüstchen. Das ist ja Wahnsinn. Also wir haben das nicht abgesprochen, meine Damen und Herren, aber muss man da echt einen Blick für Leute haben? Dass, oh Gott, der schon wieder, scheiße. Nee, mittlerweile merkt man sich das. Der nimmt wieder 8 Käsesofties und 7 Croissants. Kriege ich wieder nicht in eine Tüte rein. Wenn er wieder 2 Tüten hat und bezahlt immer mit dem 100er. Gibt's sowas? Ja, öfters mal. Wir nennen jetzt aber keine Namen. Sabrina Schröder. Bist du so ein Blumentyp? Oder? Ja, total. Ja? Und chillig drauf? Gehst du mir auch gerne mal in die Natur oder bist du lieber zu Hause oder in der Disse oder chillen auf dem Sofa oder so? Ach, das denkt alles so ein bisschen. Ja, alles. So, ich genieße die Sonne. Hobbys sind das Schwimmen und Saunieren, aber auch Hörbücher hören. Ja. Viele hören immer nur Boom, Boom, Boom. Ich meine, das ist natürlich nicht Hörbuch. Also bei mir ist überwiegend so, ja, Liebesgeschichten natürlich, aber überwiegend alles über Audible. Und ja. Mein letztes war Crossfire, hieß das Buch und da gibt es 8 Teile von und ist natürlich ganz entspannend, wenn man dann abends auf dem Sofa also nicht nur Fernsehen gucken, sondern ein bisschen auch Kultur, Literatur sieht. Auf jeden Fall. Verena Jansen aus Wiesmoor. Verena, Azubi Medienkauffrau, was machst du als Medienkauffrau? Ja, größtenteils verkaufe ich Anzeigen, für die Wilhelmshavener Zeitung arbeite ich. Sowohl Print als auch online, das wird ja immer mehr, im E-Paper und vor allem auch im Vertrieb. Wenn die Kunden morgens ihre Zeitung nicht bekommen haben, dann rufen die bei mir an und beschweren sich. Du machst Yoga und liest auch, wir haben ja gerade gehört, Hörbuch. Du liest auch. Ich lese. Was sind deine Lieblingsbücher? Ach, ich lese eher so schwere Sachen über den Nationalsozialismus oder über Ernährung. Ja, informiere ich mich gerne und zwischendurch muss dann aber auch ein richtig kitschiger Liebesroman sein. Ja, bin ich mal sehr gespannt, wie du dich heute dann verkaufst. Dankeschön, dass du da bist. Wir machen weiter mit der Kandidatin Nummer 5 und zwar Vanessa Habeln aus Wiesmoor. Applaus
Ja, meine Schwester war jetzt die amtierende Königin. Noch ist es, noch ist es. Noch ein Stündchen ungefähr, ja. Ne? Ja. Das heißt, ihr gebt das Zepter in der Familie weiter, wenn es dann klappt? Also, es würde mich sehr freuen. Warum hast du das, warum machst du das? Hast du gesagt, boah, das war so geil, was ich da bei ihr gesehen habe? Also, und, ja, also Jessica war halt schon der Grund, warum ich mich beworben habe, weil durch sie habe ich halt gemerkt, wie toll das ist. Ja. Aber der eigentliche Grund bist du eigentlich. Wie jetzt? Jetzt bin ich auch ein bisschen platt. Warum bin ich jetzt der Grund? Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ja, das weiß ich noch nicht, ob die witzig ist. Also ja. Wir beide standen vor 16 Jahren, glaube ich, schon mal hier auf der Bühne. Und da hast du mir schon mal Fragen gestellt. Ach, weißt du hier die... Die Kinderchor, so ja. Oh. Gibt es da noch mehr Anwärterinnen? Also kommt nach dir noch eine Schwester, die da auch noch mal ran möchte? Oder? Nee, ich bin die Letzte. Die Letzte. Ja, das Beste kommt zum Schluss, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Schön, dass du dabei bist. Und unsere letzte Kandidatin, meine Damen und Herren, kommt aus Wittmund. Tessa Steffens. Naja, eigentlich komme ich ja gar nicht aus Wittmund, sondern eher Le Havre. Das liegt ja schon näher an Wiesmoor dran. Ja, so mittendrin, ne? Genau. Genau. Ja. Und dann arbeite ich auch noch in Wiese de Meer, in der Genossenschaft. Da kennen mich, glaube ich, auch viele her. Wer kommt denn so BDB? Wer will was von die? Ich meine jetzt als... So geschäftlich so. Ja, am meisten werden natürlich Landwirte, das macht mir auch sehr viel Spaß mit denen zusammenarbeiten. Da kann man natürlich zwischendurch auch mal ein bisschen Smalltalk sprechen und erfährt auch ein bisschen was gerade so los ist, wie es auf den Feldern aussieht natürlich. Das ist ja mal doof, ne? Ja, obwohl es geht, glaube ich, noch im Gegensatz zum letzten Jahr. Genau. Hobbys, Brüssel, Fitness, wo muss man aufpassen, wenn man im Auto über die Straße fährt? Genau, in Upshirt bin ich im Verein. Okay. Meine Leute sitzen dort oben auch. Und wo seid ihr? Dankeschön, dass du da bist. Tessa Steffens, meine Damen und Herren. Zwei Prinzessinnen des Königshauses Wiesmoor Blütenfest 2019 heißen Lisa Bohlen und Vanessa Haben. Die Blütenkönigin 2019, den Namen hören wir gleich von Ihnen, Frau Andretta. Rita Jansen! Neue Blütenkönigin Nemesia II.